Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light. Es geht weiter in der Zombie-Apokalypse. Wir haben jetzt sämtliche Nebenquests gemacht. Da ist keine mehr. Es geht also jetzt eigentlich weiter in der Hauptquest, aber ich habe mir überlegt, ich werde heute mal nochmal Quarantänezone machen. Da bieten sich noch einige an. Hier in der Altstadt wäre das Hotel Gestreifter Drache und der Parkplatz. Ich werde mal erstmal das hier auswählen. Ich guck mal eben, welcher in der Nähe ist. Ja, das passt auch prima. Das ist gar nicht weit weg. Dann begebe ich mich mal dahin und dann gucken wir uns diese Quarantänezone mal an. So. Das wäre in diese Richtung. Leuten, Moment. Vielleicht nehme ich die noch mit. Da sind sie. Mach diesen Bastard fertig. Das war daneben. Sie hin. Ich sehe sie nicht mehr. Naja, es soll mir recht sein. Nehmen wir die Kiste eben ohne Kampf mit. Ich krieg wahrscheinlich Besuch. Weiter geht's. Die sind anscheinend runtergeglitscht oder sowas. Leute von Reis. Sein. Da unten ist der Eingang. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Oder Moment. Vielleicht kriegen wir so schnell genug auf. Ja, hat nicht so ganz geklappt, aber ich habe es immerhin überlebt. Gelohnt hat es sich nicht. Zeug da rein. Ich habe jetzt keine Lust, mich noch lange aufzuhalten.
damit sind wir drin. Hier können wir wieder 5 Pakete abstauben und das möchte ich auch tun, um den Level noch mal einmal zu erhöhen. So, ich heile mich noch mal vorsichtshalber. Dann werde ich mal die Böller ausrüsten. Dann gucken wir uns mal hier um. Erstmal ganz vorsichtig. Brauchen wir im Moment noch nicht. Nein, hier ist weiter nichts. Hier ist auch nichts. Ist die Auswahl noch ziemlich klein. Zweimal Mull. Da sehen wir schon ein Überlebenspaket. Da kommen wir allerdings noch nicht dran. Das geht dann wahrscheinlich nur von oben. Den denn runtergeschmissen. So, vorsichtig. Hier kommen wir nicht rein. Also geht's weiter nach oben. Kommen wir auch nicht rein, also noch weiter nach oben. Bis jetzt bleibt es erstaunlich ruhig. So, höher geht's nicht, also müssen wir hier wohl reinkommen. So, und ich denke mal, könnte es jetzt gefährlich werden. Oh ja. Erst alle mal ein bisschen zum Zappeln. Ich tat mich mal vor dich selber. Falls meine Freunde, die Runner, wieder auftauchen sollten.
Hier haben wir, glaube ich, alles gelootet, ne? Nehmen wir nochmal die Tarnung und gehen hier rein. Tarnung schon mal geholfen. Machen wir die gleich mal neu. Ah, da ist ja auch noch ein Zombie. Da haben wir schon ein Paket. Das erste. So. Klebeband. Hier kommen wir wieder auf den Gang. Hier ist nur eine Toilette. Ich glaube, dann sind wir hier auch fertig. Mal die Tarnung erneuern. Oh. Schloss knacken. Ah. Da wird meine Tarnung jetzt nicht mehr ausreichen. Oh, 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 oh. So, von dem haben wir uns nicht erwischen lassen, das ist schon mal gut. Das ist der große Raum, wo wir eben waren. Eine schwere Kiste. Das ging schön schnell. Zebra-Machete. Nee, das können wir nicht gebrauchen. Hier ist nichts. Eine schwere Kiste. Einfach nichts Gescheites drin. Es könnte ja mal schön ein schöner Waffenmod drin sein, ne? Aber nee. Immer nur Geld und Waffen, die man eigentlich direkt wieder verkaufen kann. So. Ist wieder nur die Toilette. Schloss knacken schwer. Da drin scheint auch was los zu sein.
nochmal Schloss knacken schwer, du meine Güte. Und wieder nur so eine Kombination. Ach Mann, ist das enttäuschend. Nur mal sicher gehen, ne? Und schon wieder eine schwere Kiste. Die haben sich aber allesamt überhaupt nicht gelohnt. Bei der ganzen Arbeit, die man damit hat. Wieder derselbe Scheiß, toll. So, einmal Tarnung. Ist noch ein Schrank, hätte ich mal lieber Feuer gemacht. Eigentlich brauche ich den doch gar nicht aufmachen hier, das ist doch ein Witz. Kann ich auch auf der anderen Seite wieder rausgehen, dann kann ich mir das Schloss knacken sparen. Na, warum soll ich mir die Mühe machen? Da hinten kommen wir nicht rein. Ich gucke mal, ob ich noch einen Raum vergessen habe. Ich glaube nicht, ne? Hier waren wir überall. Dann geht es jetzt nur noch in den Aufzug, so wie es aussieht. Jetzt kommen wir an das Paket dran, was wir eben durch die Tür haben sehen können. So. Ich glaube, jetzt müssen wir hier raus. Machen wir uns ein bisschen einfacher, ne?
würde sagen, ich mache mal diese Tür hier auf. Ups, das wollte ich nicht. So, dann hätten wir hier alles geklärt, glaube ich. Ah, da ist noch einer. So, wo ist das Kind? Da drinnen müsste es sein. Werden wir uns mal tarnen und dann gehen wir da rein. Da ist es. Prima. Aber gleich zwei Probleme vermieden. Das ist auch das dritte Paket. Da ist noch ein Runner. Prima. Würde ich sagen, nochmal tarnen. Ja, da müssen wir wohl knacken. Da warte ich jetzt sowieso nicht mehr, dass da noch was Gescheites drin ist. Genau dieselbe Kombination wieder, Waffe und Edelsteine. So, dann sind wir hier fertig. So wie es aussieht. Zwei Pakete fehlen noch. Räume. Da ist doch garantiert wieder ein
So, da ist Paket Nummer 4. Fehlt jetzt nur noch eins. Und da ist Paket Nummer 5. Prima, dann sind wir hier fertig. Gut. Dann können wir wieder raus hier. Aber Moment, da ist noch eine Truhe. Eine Süßigkeit. So, hier geht's nicht raus. Hier müssen wir raus. Ja, das war das Hotel Gestreifter Drache, ne? Pakete übrig geblieben. Waren wir hier noch nicht? Ich meine schon. Ne, hier ist auch noch was zum Öffnen. Ja, man übersieht. Ja, doch, hier waren wir schon. Man übersieht immer wieder was. So, jetzt aber raus hier. Ne, da ist noch ein Schrank. Noch ein Stromkabel drin. So, dann mal wieder runter. Ich glaube, wir gehen besser durchs Treppenhaus. Jawohl. Jetzt sind wir wieder unten und hier geht's auch raus. Moment, ich guck mal eben. Als nächstes nehme ich mir dann mal den Parkplatz vor. Der ist auch hier in der Altstadt. Da schnell genug hinkomme, dann mache ich das auch noch in dieser Folge. Dann gucke ich dann gleich mal. So. Ja, dann gehen wir so lange mal in die Quarantänezone, die Safe-Zone. Gott, da muss ich ja da hinten über den Platz, ne? Wie spät haben wir? Ist noch ein bisschen Zeit, bis die Nacht beginnt. Was? Nee, das schaffe ich nicht. Schon an der Universität.
Sicherheitszone. Willst du handeln? Schöne Sichel. Was brauchst du? Ich habe alles da. Erstmal alles Mögliche verkaufen. Was brauchst du? Ich habe alles da. Bisschen Versuchung bin ich wegen der... Oh, Moment, da ist ja auch eine etwas Besseres finden. Schrotflinte. Vorteil bei der ist, dass die lila-violett ist und nicht blau, so wie meine. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ja, kaufen wir die mal. Wo es mir eigentlich widerstrebt. Können wir die direkt verkaufen. Ja, ich lasse das mit der Sichel. Ich brauche jetzt auch nicht unbedingt eine neue Waffe. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ah, Küchenkram. Der muss natürlich mit. So, dann sind wir hier fertig. Sieht gemütlich aus. Dann warte ich den nächsten Tag ab. Und dann mache ich in dieser Folge noch den Parkplatz. Nochmal kurz gucken, ist ja ein neuer Tag. Hat eine Zebra-Machete, aber die ist nicht so interessant. Ich habe ja sowieso eine. Was brauchst du? Ich habe alles da. Gut. Und los geht's. Keine Zeit mehr verlieren jetzt, dass ich den Parkplatz noch machen kann. Ich gucke da mal eben, wie es... Die explodierenden Bomben fallen, da werde ich mal noch welche von herstellen. Wie geht's, Kumpel? Gerade für diese wichtigen Sachen wie Granaten und diese Unlock-Bomben, da braucht man auch das Küchenkram für. Deswegen ist das so enorm wichtig. Wie geht's, Kumpel? Müssen in die Richtung, da bietet sich doch gleich das Seil an. Da war schon wieder ein Kopf, so einer von den lästigen Kopfgeldjägern. Wahrscheinlich war der aber unten.
Haben wir hier alles? Ich glaube schon. Da ist noch was. Da könnte Küchenkram drin sein. Nee, diesmal nicht. So, da vorne ist schon eine Quarantänezone. Das könnte die schon sein, ne? Ja, das ist er. Ist sogar abgesperrt in beide Richtungen. Gar nicht runter. Dann nehmen wir die Müllsäcke. Tun's auch. Ach du Scheiße. Den lassen wir mal. Keine Lust, mich mit dem anzulegen. Und dann gehen wir mal in den Parkplatz. Ja, es wird dann eine etwas längere Folge, aber das mache ich heute mal. Aha, da geht's schon los. Erledigen Sie alle Infizierten. So, und dann nehmen wir uns auch mal wieder die Bombenfallen. Ah ja, da geht's schon los. Mal noch. Explodierer. Noch ein paar Nachzügler. Jetzt nehmen wir doch mal die Tarnung. Explodierer. Oh, da
ist ein dicker. Dann nehme ich besser die. Zwei dicke sogar. Leistet ganze Arbeit. Ja, ich werde jetzt erstmal weitergehen und gucken, ob ich noch mehr Zombies da finde. Bevor ich mich hier ans Looten begebe. Da ist noch ein Explodierer. Freunde, ne? So. Haben wir die auch. Ach, da bin ich schon wieder am Befürchten, dass ich nur Pech habe mit diesen Kisten. Aber vielleicht haben wir mal Glück, dass ein schöner Waffenmod drin ist. Ah, scheiße. Nee, immer nur Waffe und irgendwelche Geldsachen. Viele von diesen Kisten. Und wieder derselbe Mist. Ah, ich vermute mal, dass hier gar nicht mal mehr so viele Zombies sind. Wieder dasselbe. Wenn die Waffen wenigstens gut genug wären, dass man sie auch benutzen kann. Ah. Das war der letzte Zombie.
Überlebenspakete scheint es hier nicht zu geben. Dafür kriegt man dann ein bisschen mehr Erfahrungspunkte schon von Haus aus. Eigentlich brauche ich jetzt gar keine Tarnung mehr, das habe ich jetzt ganz automatisch gemacht. Aber wer weiß, ne? Vielleicht kommen ja doch noch Zombies. Trauen kann man dem Spiel nie. So viele blaue Kisten und nicht eine, wo was Vernünftiges drin gewesen wäre. Und wieder dieselbe Kombination. Noch eine blaue Kiste. Komm, mindestens einmal ein Waffen-Upgrade. Denkste. Können wir noch ein bisschen was aufsammeln. Na, 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 na. Oh, oh. Ohne Schaden zu nehmen, sind die gar nicht aufzusammeln. Oh. Aber ich möchte das schon alles mitnehmen, weil es ja, ich habe nicht mehr gerade viel Geld. Das dürfte dann auch ziemlich alles sein. Ist nichts mehr. Nein, das war alles. Dann können wir hier wieder raus. Ja, dann haben wir in einer Folge zwei Quarantänezonen gemacht, ne? Wo bin ich jetzt? Gebe mich mal eben noch in die. Ach, der Dicke von eben ist gar nicht mehr da. Ich begebe mich mal eben noch in die Universität. Da hinten ist er auch schon.
So. Willst du handeln? Ich guck mal eben, wie es mit den Punkten aussieht. Ach, da fehlen noch unheimlich viele. Ich habe gerade mal 126.000 und 475 brauche ich. Das sind noch 350.000 Punkte. Ich fürchte, das kriege ich gar nicht zusammen mit den Paketen. So. Was brauchst du? Ich habe alles da. So. Ja, was Neues zu kaufen gab es bei ihm natürlich nicht. Brauchen wir alles nicht? Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Na gut. Dann beende ich mal die Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich werde wahrscheinlich aber noch ein, zwei Quarantänezonen machen. Und dann die Pakete mal abgeben und dann mal gucken, wie viel mir dann noch fehlt. Aber das nirgends etwas Besseres finden. Kommt dann erst in der nächsten Folge. Ich sag dann mal bis dahin, macht's gut, gehabt euch wohl und tschüss.